Man kann echt nicht alles wegatmen, aber vieles. In der heutigen Folge zeige ich dir, was ich damit meine und warum du gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit mal einen tiefen, tiefen, tiefen Atemzug nehmen solltest. Ja, der Wunsch nach einer Atemübung, der kam aus der Instagram-Community. Da haben ganz, ganz viele angegeben, ja, ich wünsche mir wirklich mehr Atemübung. Und warum wünschen wir uns mehr Atemübung? Weil man im Moment das Gefühl hat, es wird einem so ein bisschen die Luft abgesperrt, gerade das ganze Maskenthema, naja, ich will das hier nicht vertiefen. Und gerade so vor Weihnachten ist es ja so, man hat so unfassbar viel zu tun, man will alle To-Dos unbedingt noch vor Weihnachten erledigen, man will alles schaffen und das setzt einen zusätzlich unter Druck. Und ich glaube, der größte Druck ist, dass man eigentlich dieses Jahr alles anders machen will. Dieses Jahr will ich entspannter sein vor Weihnachten. Es ist so der Entspannungsstress schon fast, den man hat, weil es soll ja dieses Jahr wirklich mal perfekt werden und dieses Jahr wirklich gelassen werden. So what? Lass uns doch jetzt einfach mal einen tief durchziehen, hätte ich fast gesagt. Lass uns mal einen tiefen Atemzug miteinander nehmen. Und ich möchte mit dir heute eine Übung teilen, die ich immer super gerne in Kinder-Yoga gemacht habe, die wir auch Erwachsene machen dürfen. Und wo ich finde, ja, das ist so eine wirkliche Auffrischübung. Sea Breeze genannt, also der Seeatem, der Atem der See. Und den möchte ich ganz gerne dir heute zeigen. Und ja, gönn dir diese 3 Minütchen für dich selber. Und dafür finde jetzt erstmal einen bequemen Sitz. Du kannst gerne, wie ich jetzt hier, in den Fersensitz kommen. Also sitze einfach hier hinten auf meinen Fersen mit geradem Rücken. Wenn das bei dir nicht geht, weil du noch nicht so beweglich bist, dann leg dir einfach hier ein Kissen zwischen Gesäß und Fersen und schwupp ist das möglich. Eine Decke unter die Knie, wenn es da weh tut. Du kannst das aber auch auf einem Stuhl machen. Immer wenn du dich auf einen Stuhl setzt bei den Yoga-Sitzübungen, dann schau, dass du dich auf das erste Drittel vorne am Stuhl setzt und dass die Beine ungefähr in einem 90-Grad-Winkel auf dem Boden stehen. Okay, Sea Breeze, lass uns beginnen. Also, du sitzt bequem, du sitzt aufgerichtet. Und jetzt bring mit mir zusammen die Arme nach oben und einatmen, Mund zu durch die Nase. Und jetzt durch den Mund. Hört sich so ein bisschen an wie so ein Wellenrauschen. Und nochmal einatmen. Ganz weit werden hier im Brustkorb. Oh, wie schön hier hinten die Schultern zu spüren. Und durch den Mund wieder aus. Und nochmal einatmend. Stell dir vor, du würdest neue Energie, neuen Sauerstoff, neue Positivität einatmen und alles Schlechte, was du nicht behalten willst, ausatmen. Noch einmal einatmen. Und ausatmen. Mit jeder Einatmung lade dich auf, voll neuer Energie, Kraft, Sauerstoff. Und mit der Ausatmung lass alles gehen, lass alles aus dem Körper raus. Spür, wie deine Schultern sich entspannen, leichter werden, wie du leichter wirst. Und noch einmal einatmen. Stell dir vor, du würdest wie so ein Lichtkreis hier um dich herum zeichnen und mit der Ausatmung. Stell dir vor, aller Ballast, aller Seelenballast würde jetzt durch den Kopf, über die Wirbelsäule, runter, über dein Becken, durch die Beine und Füße ausgeleitet werden in den Boden. Noch einmal einatmen. Kraftvoll, stark und ausatmen. Ballast ablassen in die Wirbelsäule, Becken, Beine, Füße bis in den Boden. Und ein letztes Mal einatmen. Zeichne hier wieder diesen Lichtkreis um dich herum, wie so ein energetisches Schutzfeld und ausatmen. Und dann darfst du deine Hände kurz auf die Oberschenkel legen und deine Augen schließen und dann spür mal jetzt in dich hinein, wie geht es dir jetzt? Mach den Check-in in deinem Körper. Lächle dir innerlich zu, schluck dein Lächeln herunter, behalte es im Herzen, öffne ganz langsam deine Augen. Das war's mit uns beiden für heute und ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wann immer du im Alltag eine blöde Situation hast, dann denk daran, um dich herum ist ein schützender Lichtkreis und du kannst diese Übung jederzeit machen, wenn du sie brauchst. Meine Liebe, ein weiteres Video für eine Yoga-Atemübung findest du hier. Meinen Kanal kannst du dort abonnieren. Bleib ganz großartig und lass dich nicht stressen. Tschüss!